Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprites, Shapes und Co. In dieser Folge möchte ich euch gleich drei Shooter zeigen, und zwar zum einen X2 von Team 17 für PlayStation 2. Hier geht es um die Unterschiede zwischen der PAL-Version und der japanischen NTSC-Version. Diese beiden unterscheiden sich nämlich nicht nur in der Spielgeschwindigkeit, so wie sonst immer in den PAL- und NTSC-Versionen. Das zweite Spiel ist dann eines von Seitas Kane. Und zwar habe ich euch ja in der 9. Folge von Sprites, Shapes und Co. bereits zwei Spiele gezeigt von Seitas Kane, und zwar Kamui und Reflex. Das dritte Spiel bin ich euch ja noch schuldig, und das ist All Time X Second. Das dritte Spiel ist dann von Studio Siesta. Es ist auch für den PC, und zwar ein zweidimensionales, vertikal scrollendes Bullet Hell Spielchen. Es heißt Trouble Witches Episode 1 Daughters of Amalgam. Das werde ich euch gleich mal im Detail zeigen. Viel Spaß! Dann beginne ich jetzt mal mit X2 für PlayStation 1. Es wurde von Team 17 entwickelt und 1997 von Ocean in Europa veröffentlicht und von Capcom etwas später in Japan. Um euch den Unterschied zwischen den beiden Versionen zu verdeutlichen, werde ich euch immer abwechselnd einige Szenen aus der PAL-Version und aus der NTSC-Version zeigen. Dazu werde ich natürlich immer denselben Flieger nehmen, nämlich den XS-01, damit alles immer schön gleich ist. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist nämlich der Schwierigkeitsgrad. Capcom hat das Spiel für die Japan-Veröffentlichung nämlich viel einfacher gemacht. Irgendwie scheint sich Team 17, was den Schwierigkeitsgrad angeht, nämlich ganz schön vergriffen zu haben. Das hier ist jetzt die PAL-Version, und achtet mal darauf, wie lange es dauert, bis einer dieser Gegner zerstört wurde. An diesen Ringen ist es jetzt gleich besonders deutlich zu sehen. Am besten ist, ihr schaut es euch einige Momente an, dann wechsle ich zur NTSC-Version und ihr könnt euch dann den Unterschied mal ansehen. Das ist jetzt die japanische NTSC-Version. Hier sieht man, dass ich denselben Fighter auswähle, und los geht's. Ja, das ist sehr gut zu erkennen, denke ich mal. Die Gegner werden viel, viel schneller vernichtet. Ich habe natürlich dieselbe Waffe genommen. Ich werde auch im ganzen Spiel versuchen, sag ich mal, für dieses Video werde ich versuchen, oder habe ich versucht, nicht immer die Waffe zu wechseln. So, hier die Ringe. Die sind wesentlich schneller kaputt. Das macht das ganze Spiel viel, viel spielbarer. Also die PAL-Version ist meiner Ansicht nach so gut wie unspielbar. Wenn ich später einige Szenen aus dem zweiten Level zeige, da kann man solche Felsbrocken zerschießen, also um sich den Weg freizuschießen, da ist das besonders deutlich sichtbar. Hier ist wieder die PAL-Version. Nochmal das erste Level, denn an diesen runden, länglichen Dingern kann man es nochmal deutlich sehen, dass es länger dauert, bis sie vernichtet sind. Obwohl ich versehentlich in dieser Version eine andere Waffe eingesammelt habe, nämlich eine schwächere Waffe, gehen diese Gegner schneller kaputt als vorhin, als ich noch die PAL-Version gezeigt hatte und eine etwas stärkere Waffe an dieser Stelle hatte.
So, das ist das zweite Level der PAL-Version. Und wie ihr seht, obwohl ich die etwas stärkere Waffe habe, schaffe ich es beim besten Willen nicht, auch nur eines dieser komischen Fluggeräte zu zerstören. So, das ist die Stelle, die ich vorhin meinte. Man muss sich nämlich den Weg freischießen. Und ich weiß nicht, was sich Team 17 dabei gedacht hat. Also man schafft es einfach nicht. Hier nochmal dieselbe Stelle in der NTSC-Version. Ja gut, da habe ich ganz schön schlecht gespielt. Das muss ich natürlich zugeben. Aber ich glaube, ich schaffe es wenigstens einmal, einen dieser Gegner abzuschießen. Da, an dieser Stelle. Hier wieder die Stelle, wo man sich den Weg freischießen muss. Ja, ganz deutlich zu sehen. Diesmal ist es möglich. Also nicht diesmal, sondern in dieser Version. Auch diese Gegner lassen sich viel, viel schneller zerstören. So, ab jetzt, das ist wieder die PAL-Version, kann man es ganz, ganz deutlich vergleichen. Übrigens finde ich, dass dieses nach oben scrollen, also dass das Spiel in ein vertikales Spiel wechselt, das ist eindeutig geklaut von Salamander. Das aber nur am Rande. Ja, gut, das ist natürlich die etwas schwächere Waffe, das muss ich zugeben, aber trotzdem hätte es Team 17 ja wohl so machen können, dass man irgendwie die Gegner zerstören kann. Also deswegen ist das Spiel ja auch so langweilig und wurde höchstwahrscheinlich auch so schlecht und so negativ von den Fans angenommen zu der Zeit damals. Denn das ist auch total unbefriedigend. Man fliegt durch die Level und kann einfach keine Gegner zerstören. Diese Laserminen beispielsweise. Also das ist unfassbar. Man bekommt sie einfach nicht kaputt. Das ist unfassbar. Hier jetzt die NTSC-Version. Und okay, das ist die etwas stärkere Waffe. Ich habe das versehentlich alles hin und her gewechselt. Aber man kann deutlich sehen, dass hier Gegner schneller zerstörbar sind. Man hört das ja auch. Das Spiel liefert Rückmeldungen. Nämlich das Aufflackern, das rote Aufflackern der Gegner und auch diese Geräusche. Daran erkennt man auch, dass der Schwierigkeitsgrad ganz schön heruntergeschraubt wurde. Und das Spiel dann auf die Art und Weise verbessert. Ja, diese Gegner schaffe ich auch mit der etwas stärkeren Waffe nicht zu zerstören. Man kann bis zu dieser Stelle auch stärkere Waffen einsammeln oder noch mehr dieser kleinen Beiboote, was man jetzt da rechts oder links unten sehen kann. Diese Laserminen, also die Stelle, die wurde ja eindeutig sehr, sehr stark verbessert. Man kann sie nämlich jetzt schaffen. Ja, bei der Gelegenheit, als ich dieses Spiel nochmal gespielt hatte, um ein paar Szenen für Sprites, Shapes und Co. einzufangen, habe ich es auch noch ein bisschen länger gespielt, natürlich die japanische Version, und zeige jetzt noch einige Momente lang ein paar Szenen aus späteren Levels, bis ich mit dem nächsten Thema weitermache. So, nach dem Euro-Shooter, der auch Euro-Shooter-mäßig nicht besonders gut ist, ehrlich gesagt, kommen wir jetzt mal zu einem richtigen Knaller, nämlich All Time X Second von Zaitas Kane. Wie gesagt, das dritte Spiel aus einer ganzen Reihe. Das erste Spiel ist Kamui, das zweite Reflex, habe ich mal in einer etwas älteren Folge von Sprites, Shapes und Co. kurz vorgestellt. So sieht das Konfigurationsmenü aus. Auf der linken Seite habe ich es mir mal mit Hilfe von Google übersetzt. Los geht's.
Im Spiel selbst ist dann glücklicherweise fast alles auf Englisch übersetzt worden. Blade Motion Stop erkläre ich später. Ich lasse es immer auf Off. Das Spiel ist diesmal komplett in 3D gehalten. Die ersten beiden Teile sind ja komplett in 2D, was mir persönlich ja besser gefällt. Aber trotzdem ist dieses Spiel wirklich einen Kauf wert, denn es ist ein waschechter Bullet-Hell-Knaller von Shooter-Profis für Shooter-Profis. Man hat in diesem Spiel wieder mehrere Waffensysteme ständig zur Auswahl. Das ist jetzt der Standard-Shot nach vorne. Diese Gegner kann man am besten mit einem sogenannten Laser Blade zerstören. Da das Spiel in 3D gehalten ist, gibt es ja auch einige Kameraschwenks. Hier mal eine etwas Bullet Hell typische Szene. Also im ersten Level gibt es aber noch nicht allzu viel zu tun, ehrlich gesagt. Da kann man noch ganz schön leicht ausweichen. Das ist eine wunderschöne Stelle, um zu zeigen, dass das Spiel einen fast schon dazu zwingt, die Waffensysteme häufig zu wechseln. Wie in fast jedem Shooter, der was von sich hält, gibt es auch in diesem Shooter den obligatorischen Wurm. Und fette Laserstrahlen der Endgegner. Wenn man die Option Blade Motion Stop eingeschaltet lässt, die ich gerade im Optionsmenü ausgeschaltet habe, dann friest das Spiel jedes Mal einen ganz kurzen Moment, wenn man mit seinem Laserschwert einen Gegner zerstört. Wahrscheinlich um zu verdeutlichen, dass man mit seinem Laserschwert gerade etwas zerstört hat. Mich persönlich stört das Freezen jedes Mal und deswegen schalte ich es immer aus. Die ersten Teile habe ich ja bereits mit Tsukigu Rentai und Galactic Attack beispielsweise verglichen. Auch dieser Teil erinnert ein wenig an diese anderen Spiele. Denn nachdem man sich erst im Weltraum befand, kämpft man sich weiter vor bis zu einer Planetenoberfläche und dann auch später gibt es auch eine Stadt zu sehen und man führt seine Reise dann im Untergrund des Planeten fort. Fette Panzer gibt es natürlich auch in diesem Spiel wieder. Also das Spiel ist wirklich sehr abwechslungsreich. Diese Stelle erinnert ja wohl total an Raystorm, an das erste Level von Raystorm. An dieser Stelle kann man sehen, dass man die Bullets der Gegner mit seinem Laserschwert wegwischen kann. Genau wie schon die beiden anderen Spiele von Zyta's Gain für PC stellt Oltanic Second eine Bereicherung für jede ernst gemeinte Shooter-Sammlung dar. Ich kann es jedem Fan wirklich ans Herz legen und man kann es sich ruhig kaufen. Zurzeit gibt es ja sowieso eine kleine Flaute, was neue Shooter für Konsolen beispielsweise angeht. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um mal seine Fühler auszustrecken und sich auch mal den einen oder anderen PC-Shooter anzusehen. Und deswegen stelle ich euch jetzt gleich auch noch den zweiten PC-Shooter.
PC-Shooter-Form. Und zwar ist es Trouble Witches Episode 1, Daughters of Amalgam. Dieser Shooter wurde auch für Xbox 360 als Download veröffentlicht. Aber für PC gibt es ihn auch als CD zu kaufen. So, das ist mal wieder dieses japanisch gehaltene Konfigurationsmenü. Auf der Webseite von Studio Siesta kann man sich allerdings eine englische Übersetzung besorgen. Und damit stellt dann die Einstellung auch kein Problem mehr dar. Das Spiel enthält einen Arcade-Mode und einen Story-Mode. Ich zeige euch den Arcade-Mode. Den Story-Mode verstehe ich sowieso nicht. Im Spiel selbst ist wieder alles auf Englisch. Und es gibt mehrere Charaktere zur Auswahl. Alles irgendwelche Hexen, die auf ihren Besenstielen reiten. Deswegen erinnert das Spiel auch sehr stark an die Cotton-Reihe oder auch an Death Miles von Cave natürlich. Das hier sind die Schwierigkeitsgrade. Der zweite von oben ist Normal. Ganz unten ist der härteste Schwierigkeitsgrad. Den zeige ich euch gleich. Ja, in dem Spiel kann man entweder triggern oder auch den Feuerknopf gedrückt halten, denn dann hat man Dauerfeuer. Der eigene Charakter wird nicht langsamer, wenn man Dauerfeuer benutzt, aber dafür bewegen sich diese Münzen, die die abgeschossenen Gegner hinterlassen, nicht automatisch auf einen selbst zu. Deswegen zwingt einen das Spiel förmlich dazu, den Dauerfeuer-Button auch mal hin und wieder loszulassen, damit man mehr Münzen einsammeln kann. Die Münzen kann man dann im Shop verwenden. Hier kommt gerade einer vorbeigeflogen, der hängt an diesem komischen Kürbisballon. Das ist der Shop, da ist leider alles auf Japanisch, aber auch dazu gibt es Übersetzungen auf der Webseite von Studio Siesta. Man kann in dem Shop verschiedene magische Karten kaufen. Da oben links werden sie jetzt angezeigt. Mit einer Taste kann man sie durchschalten und mit einer anderen Taste dann auswählen. Und sie bieten dann verschiedene Waffen. Spreadshot oder auch irgendwelche Lenkraketen oder ähnliches. So, hier der Endgegner des ersten Levels, der noch kein richtiges Problem darstellt. Zumindest dann nicht, wenn man auf Normal spielt. Also das Spiel bietet wunderschöne handgemalte Bitmap-Grafik, alles ist wunderschön gezeichnet, sehr abwechslungsreich das Ganze auch. Ihr habt es ja gerade gesehen, im ersten Level diese Geschichte mit dem Zug, das zweite Level ist dann ein Dschungel-Level. Hier haben wir ein Eis-Level, man kann diese riesigen Eisklötze zerschießen, die dann in kleinere Teile zerspringen. Diese fliegenden Wale oder was das sein sollen da im Hintergrund, finde ich auch sehr lustig. Und das nächste Level ist dann ein Lava-Level, darf natürlich auch nicht fehlen in solch einem Spiel. Es wird im Laufe der Zeit natürlich härter und härter. Der Normal-Mode hält sich aber noch ziemlich in Grenzen. Der ist auch für Anfänger auf jeden Fall zu meistern, würde ich sagen. Ja gut, an der Stelle hat es mich erwischt. Sehr, sehr peinlich. Erst erzähle ich, dass der Normal Mode zu meistern ist und dann das. So, jetzt zeige ich euch noch einen anderen Charakter. Hier den zweiten nehme ich mal. Und den härtesten Schwierigkeitsgrad ganz unten. Und auch gleich das zweite Level, denn im ersten Level merkt man meiner Meinung nach noch nicht so viel davon. Und da sieht man schon, dass es wesentlich härter zur Sache geht. So, das war die 12. Folge von Sprites, Shapes und Co.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Abonnieren meines Kanals und wir sehen uns oder hören uns später. Tschüss!